Gut, ich habe ein paar Hobbys. Gehen zum Beispiel. Ach du Scheiße. Ja. Was sind deine Hobbys, Kandidat A? Scheiße, ja, ich habe keine Hobbys. Bevor ich hier total durchdrehe, kommen wir erstmal zur Ziehung der Lottozahlen. Im Mittwochslotto. 7, 9, 18, 24 und die 66! Schön. Kandidat 2, was. Ach, hör doch auf! Wenn ich das schon höre. Ja? Keine Hobbys? Doch. Ja, zum Beispiel stehe ich morgens auf und öle mich halt am ganzen Körper ein und dann habe ich auch schon keinen Bock mehr und lege mich wieder hin. Kandidat 3, hast du ähnliche Hobbys oder andere Sachen? Also ich züchte Waschbären. weil das sehr reinliche Tiere sind und die helfen mir halt auch, mich selbst zu waschen oder zu reinigen. Gut. Kandidat 1. Ich bin auch im Karneval. Oh, aktiv. Mann! Geil, ich geh jetzt. Ja, als was würdest du dich verkleiden, Kandidat 1? Ich gehe als. Wahrscheinlich ziehe ich ein Eskader-Kostüm an und sage dann: Das Wetter für morgen. Schön. Kandidat 2, wie verkleidest du dich? Ja, das war die erste gute Frage, die du heute gestellt hast, wirklich. Ich verkleide mich nie, das ist doch wohl logisch. Ich hasse Klamotten. Ach so. Und wenn, dann gehe ich vielleicht mal als Streichholz oder so. Aber das ist, wenn ich mal ganz crazy drauf bin. Aber ja, nächste, für Elefant reicht's nicht, ne? Aber bis nächste Karneval ist die Welt eh untergegangen. Das ist halt die ganze Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Kandidat 3, was hast du für ein Kostüm? Gegenfrage, hast du meine Flasche Seife? Hat nicht. Ich ziehe mir einen Kittel an, meistens einen sauberen Kittel. Darauf lege ich sehr viel Wert, weil ich halt sehr mit der Sauberkeit habe. Gut, also ich kann mir jetzt einen aussuchen, ne? Ja, ja, so, gern. Ich möchte nicht so gerne mit Didi Hallervorden, der sich irgendwie so einen Waschzwang hat. Ja! Wie bist du denn da rausgekommen? Nee, mit dem will ich nicht. Bevor du mich ausschließt, das mit der Rückenbehaarung, da kann ich was dran machen. Ist doch egal. Nee, das finde ich eigentlich ganz gut, aber ich stehe nicht so auf diese FKK-Geschichte, diese Freikörper-Nudisten-Geschichte, wo man auch so schlecht gelaunt ist. Ich entscheide mich für die vom Teufel besessene Nachrichtensprecherin. So, unser Publikum bestimmt jetzt, worum es im nächsten Spiel geht. Und zwar, nennen Sie mir doch mal ein Haushaltsgerät. Na, das interessiert mich. Moment, was ist denn hier? Da wurde so herzlich gelacht. Welches Gerät und welches? Der Massagestab. Natürlich, eins der wichtigen Haushaltsgeräte. Haben Sie das zu Hause auch gesehen? Ja, sehr schön. Gut, wir haben den Massagestab. Was haben wir noch? Klobürste. Klobürste, wichtiges Haushaltsgerät. Ja, das finde ich ist ein sehr schönes Haushaltsgerät. Die Klobürste. Kinder, das machen wir doch mal. Süß, ihr werdet mir jetzt alles über die Klobürste verraten. Und weil ihr beim Fernsehen seid, werdet ihr jetzt verschiedene Fernsehsendungen spielen.
spielen. Und ich werde zwischen euch Vieren hin und her seppen. Also, und zwar, Barbara, du gibst mir die Promi-News, die Totenaugen von Mainz. Deine beste Freundin Nina Ruge. Olli, du bist hier schon in der Sendung Ruckzuck. Ja. Caroline, du bist bei Olli Geissens Talkshow. Und Lars, ich bin gespannt, was du so bei Deutschland sucht den Superstar erlebst. Ja? So, dann stell dich doch mal hin. Ich seppe hier mit meinem kleinen Buzzer, der jetzt meine Fernbedienung wird. So hört er sich an. So, ich mach's mir bequem. Also, ich sepp mal zur Barbara. Gestern beim Bal de Clos de Toilette Bursté in Paris. Dort trafen sie sich, die Schönen, die Reichen. Und natürlich war noch Brad Pitt. Lars. In der Klobürste steckt die Schuhwürze. Das ist nur einmal so. Deswegen gehe ich aufs Klo. Die hat jeder im Haus. Wenn du mal richtig am Klo warst. Oh, ich hab Klo gesagt. Scheiße. Nein! Sag's anders. Wenn du, da steht immer neben der Toilette. Luther! Nein! Mann, sag's anders. Caroline. Ja, moin moin. Das Thema der heutigen Sendung, Sexunfälle mit Klobürsten. Mein erster Gast ist der Patrick. Lars. Das war mega scheiße, was du gerade angeboten hast. Das war mega scheiße. Und deswegen tausch lieber das Mikrofon gegen die Klobürste ein. Da hast du mehr vom Leben. Olli. Dein Freund hat so eine Frisur. Nein! Sag's anders. Dein Freund sieht so aus. Haare hoch, nach oben. Hoch! Caroline. Ich wollte zu den einen was sagen da. Ich hab den Namen vergessen. Der mit dem roten T-Shirt. Ey, guckt erst mal selber. Wie kann man mit der Klobürste, Alter? Der kann doch nicht reinfallen. Wie soll denn das für... und dann geht er damit ins Lars? Wirklich, ich kann nicht nur tanzen. Ich kann auch ganz tolle Sachen mit der Klobürste machen. Wirklich. Wirklich, ihr müsst mir was eine Chance geben. Da hat sich einer aber was Gutes einfallen lassen. Gestern trafen sie sich in Rio de Janeiro und kamen zusammen glitzernd Gold. Martina Taubert berichtet. Oh, nee. Reicht sich auf Po-Würste. Oh, nein, anders. Schon Würste. Nein, Mann, jetzt konzentrier dich. Barbara. Oh. Po-Würste, Schnurrwürste, Klobürste, wie soll es denn heißen, das neue Kind von Englands Kronprinz? Wir haben uns einmal umgehört und die Nachrichten von Kinamur. Akzeptier doch mal den seine Meinung, wenn der Klobürsten macht. Hey, jeder hat andere Wünsche. Olli, sag's anders. Anders. Alles wird so. Anders. Alles wird so. Ich geh nach Hause. Olli. Nee, die Klobürste hat meiner Mutter gehört, aber meine Mutter... Olli, anders! Mach's irgendwie anders! Lars! Beim Einsatz vieler Würste benötigt Olli. Man die Bürste. Oh, pass auf! Zum letzten Mal! Klobürste! Ja! Können Sie sich vorstellen, früher schon einmal gelebt zu haben? Zwei Prominente wagen das TV-Experiment. Mein erstes Leben. Heute 19.05 Uhr. Wetter gehört zum Leben. Es beeinflusst uns jeden Tag und besonders unsere Aktivitäten im Verein. Mit dem Wetter.de Premium-Angebot sind Sie jeder Wetterlage gewachsen. Heute noch die Gartenarbeit erledigen? Mit der Wettervorhersage im 3-Stunden-Takt können Sie ganz exakt planen. Alles unter Dach und Fach. Unsere Regenradar-Vorhersage zeigt ganz genau, ob es bei Ihnen...